Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Griechenland steuert nach vorerst gescheiterten Verhandlungen über weitere Milliardenhilfen auf eine Staatspleite zu. Die Euro-Finanzminister lehnten am Nachmittag bei einem Krisentreffen in Brüssel eine Verlängerung des laufenden Hilfsprogramms ab. Die Euro-Gruppe reagierte damit auf die überraschende Entscheidung der griechischen Regierung, die Bürger in einem Referendum über die geforderten Reformen abstimmen zu lassen. Die Finanzminister beraten zur Stunde in Brüssel über das weitere Vorgehen. Dabei soll es auch darum gehen, die Stabilität der Eurozone zu wahren. Es ist kurz nach 18 Uhr, als Yannis Varoufakis das Brüsseler Ratsgebäude verlässt. Es gibt nichts mehr zu besprechen. Die Verhandlungen sind gescheitert. Am Nachmittag saßen sie noch einmal alle zusammen, die fünfte Sitzung der Euro-Finanzminister in einer Woche. Völlig überraschend hatte Griechenland in der Nacht ein Referendum angekündigt. In einer Woche sollte es stattfinden, obwohl das laufende Griechenland-Programm am Dienstag ausläuft. Entsprechend pessimistisch die Stimmung zu Beginn. Keiner meiner Kollegen, mit denen ich vorab gesprochen habe, sieht irgendeine Möglichkeit, was wir jetzt noch machen können. Wer dennoch auf eine überraschende Wende gehofft hatte, wird um kurz nach 17 Uhr enttäuscht. Eurogruppenchef Dijsselbloem berichtet, dass das laufende Griechenland-Programm am Dienstag ausläuft. Die griechische Regierung werde das Angebot der Gläubiger nicht annehmen. Die griechische Regierung hat den Prozess abgebrochen, hat die Vorschläge zurückgewiesen und jetzt legt sie diese auf eine unfaire Weise dem Volk vor, in einem Referendum verbunden mit einer negativen Empfehlung. Der griechische Finanzminister sagt, das Angebot der Gläubiger hätte das Land weiter in den Abschwung getrieben. Unannehmbar, es sei denn, man frage vorher das griechische Volk. Deshalb das Referendum. Griechenland habe nur um einen Aufschub von wenigen Tagen gebeten. Diese Ablehnung wird sicher die Glaubwürdigkeit der Eurogruppe als demokratische Union von Partnerstaaten beschädigen. Ich befürchte sehr, dass der Schaden dauerhaft sein wird. Seine Regierung, sagt Varoufakis noch, werde bis zum letzten Moment am Dienstag kämpfen. Die Eurogruppe tagt unterdessen weiter, ohne Griechenland. Trotz der gescheiterten Verhandlungen mit den Geldgebern debattiert das Parlament in Athen weiter über das geplante Referendum zu den Sparvorschlägen aus Brüssel. Bei der griechischen Bevölkerung löste die Zuspitzung der Schuldenkrise große Verunsicherung aus. Viele versuchten, sich ihre Ersparnisse auszahlen zu lassen. Abend in Athen. Ein vielleicht historischer Tag geht zu Ende. Das Schicksal des Landes mehr als ungewiss. Die Verhandlungen in Brüssel gescheitert. Tsipras kämpft für uns und ich glaube, er wird siegen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich bin stolz, Grieche zu sein und auf meinen Premierminister. Wie es kommt, so kommt's, egal. Wie viel jetzt noch fehlt zur Panik, kann keiner sagen. Am Morgen belagern allein in Athen Tausende die Bankautomaten. Ich brauche was zu essen und stehe seit einer Stunde hier. Gott stehe uns bei. Das Referendum hat uns Angst gemacht. In der Nacht hatte Premier Alexis Tsipras eine Schockwelle durchs Land gejagt. Er wolle ein Referendum. Manche der Institutionen und der Partner haben wohl die Absicht, ein ganzes Volk zu demütigen. Wenige Stunden später beginnt im Parlament die Debatte über ein Referendum. Stehender Applaus aus den eigenen Reihen für Tsipras. Während der Sitzung ruft nach einer Mitteilung der Regierung Alexis Tsipras Bundeskanzlerin Merkel an und sagt ihr, Griechenland habe so wörtlich genug Sauerstoff, um die nächsten Wochen zu überleben. Griechische Medien berichten, die Polizei habe alle Kräfte zum Dienst beordert, um die Sicherheit auf den Straßen, vor allem an den Bankautomaten, aufrechtzuerhalten. Noch nie war Griechenland der Staatspleite und einem Grexit so nahe. Für die internationalen Geldgeber trägt daran die Regierung Tsipras mit ihrer starren Haltung die Schuld. Aus Sicht vieler Griechen, nicht nur der Regierung, haben aber auch die Geldgeber einen Gutteil der Schuld, weil sie nicht bzw. viel zu wenig bereit waren, über Not und Armut im Lande oder einen neuen Schuldenplan zu sprechen. Hier die Lottozahlen. 3, 19, 28, 29, 33, 41 und die Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 28. Juni. Ein Keil des Azorenhochs sorgt morgen in weiten Landesteilen für ruhiges, oft auch freundliches Wetter. In der Nacht gibt es im Süden und Osten anfangs zum Teil noch unwetterartige Schauer und Gewitter mit heftigem Regen und Hagel. Sonst ist es oft klar. Morgen wird es meist freundlich. Nur im Norden und Osten gibt es gebietsweise dichte Wolken, am Nachmittag dann in der Westhälfte. Sie bringen im Nordwesten etwas Regen. Heute Nacht im Osten 15, in der Eifel 6 Grad. Morgen werden auf Rügen 16, in Südbaden 27 Grad erreicht. Am Montag in der Nordhälfte durchwachsen mit einigen Schauern, nach Süden hin oft freundlich. Am Dienstag im Norden und Osten heiter bis wolkig, vereinzelt Schauer, Richtung Südwesten viel Sonnenschein. Mittwoch dann verbreitet sonnig und hochsommerlich warm.